nicht mehr so gut aus, ja. Ah, hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu Rasputins und... Jetzt nicht, ich habe im Bild. Ivan. Adventskalender, ja, schön, dass ihr dabei seid. Warum hast du mich jetzt erst im Bild? Ja. Ich dachte, du willst reden mit Pflanze. Ja, da... Deswegen nicht tiefer gehalten. Ja, ich glaube, da hilft auch gutes Zureden nicht mehr, die ist eindeutig hin halt, ja. Also ich dachte, das ist so eine Wüstenpflanze, die sich praktisch selber gießt, ja. Also die praktisch die Feuchtigkeit, die sie braucht, aus der Luft oxidiert, ja. Aber ganz eindeutig ist die verdurstet halt, ja. Hätte sie auch mal was sagen können, dass ich die gießen muss. Aber ich habe gesagt, musst du gießen. Hast du gesagt, ja. Aber, du hast gemeint, oh, boy. Ja, ich habe doch gesagt, ja, ich nehme hier und gebe das mal ins Borscht, ja, dann hatte ich Durchfall und dann habe ich die Pflanze in die Ecke gestellt, ja, und jetzt sieht es halt so aus. Egal. Heute wollen wir über ein sehr schönes Thema reden, ja, über auch eine Weihnachtstradition hier in Deutschland, die sich Wichteln nennt, ja. Ah, ich kenne Kobolde und Zwerge. Ja, eigentlich nicht, ja, also Wichteln wurde erfunden vom Wichtelmann, ja. Herbert Wichtelmann, ja, 1953 kam er dazu, das war damals bei der Herbert Wichtelmann KG in Gütersloh, ja. Die haben damals Bremsbeschläge hergestellt für VW, ja, und der hatte eine Idee, ja, mit seiner Belegschaft, ja, weil er hat ihn jetzt zwei Jahre zuvor jeweils ein, wie heißen diese trockenen Kuchen mit Marzipan, die man nicht essen kann? Weihnachtsstollen, ja, genau. Also aber die mit Rosinen drin. Ja, genau. Ja, die hat er immer seine Belegschaft gegeben und als dann mehrere Kinder dran gestorben sind, ein Jahr zuvor, dachte er, okay, ich mach mal was Neues, ja, mach mal ein interessantes neues Konzept, ja. Und damals war auch, fing es damals an mit dem Wirtschaftswunder, ja, da hatten auch die Leute dann wieder mehr zu Hause und dann meinte er, okay, dann können wir ja mal alles untereinander tauschen, ja. Und weil es so super war, wurde dann aus dem Wichtelmann einfach der Wichtel und das Konzept war geboren, ja. Also wie du, als du hattest vor Jahren die Freundin, die Stewardess war, wo du gesagt, Freundin tauschen, Swingerclub. Warst du Wichteln? Gott, also ich meine, das ist nun wirklich kein Thema, worüber wir hier reden sollen, ja? Also vor allen Dingen, das ist was anderes, ja? Also beim Wichteln gibt man ja das, was man nicht will, weg und das, was man will, kriegt man vielleicht. Kommt doch aufs Gleiche raus. Ja, ich hoffe, die stürzt mal ab. Oder wird entführt und erschossen und stürzt dann ab. Ja, aber kommen wir zurück. Also wie gesagt, Wichteln werden Dinge getauscht. Ich habe es vorher auch nicht gekannt, bin ich ganz ehrlich, ja, aber dieses Jahr bei Subway, ja, so bei uns, ja, haben wir uns dazu dann geeinigt, ja, es gibt keine Weihnachtsgeschenke, sondern wir wichteln alle, ja, und wir sind ja 5 Festangestellte und jetzt hat jeder ein Objekt gesucht, also praktisch, was er einem anderen vererbt, aber er kann sich nicht aussuchen, wem er das gibt, sondern die Namen werden ausgelost, also wer was wem gibt halt irgendwie, ja. Aber man weiß nicht, von wem das kommt und das wird alles dann sehr kompliziert, aber gut, dafür, die Deutschen brauchen halt für alles Formulare. Also ich habe heute... Bei uns nicht wichteln in Werkstatt, wir kriegen gut Weihnachtsgeld. Ja, also ich richtig mein... gut, habe mir jetzt gekauft PlayStation 3. Also es gibt auch Leute, die in Branchen arbeiten, denen es halt nicht so gut geht, ja? Ich meine, die Subway ist zwar die Nummer 3 und bald auch die Nummer 2, ja, das kann ich euch sagen, ja? Aber ich meine, wenn die Leute immer älter werden, ja, und nicht mehr so viel essen, ja, dann wo soll der Wachstum herkommen, ja? Ich meine, du arbeitest ja in so einer Werkstatt, ja, wo dann der Meister losfährt, zwei Autos anfährt, ja, und dann kommen die her und lassen es reparieren, das kann ich ja nicht machen. Ja, ich kann ja nicht Leuten in den Magen boxen, dass sie sich übergeben müssen und dann Hunger haben und zu uns kommen. Dann sind sie bei uns, bei euch an der richtigen Stelle. Das habe ich jetzt überhört. Das, unsere Produkte das, sind... Was du mitgebracht hast letztens, war wirklich zum Kotzen. Das war Restware. Das lag halt schon eine Woche in der Auslage. Es wurde dann schon langsam halt grau, ja, das Fleisch. Das muss man halt auch mal wegnehmen. Bevor das Gesundheitsamt kommt, ja. Egal, zumindest ich habe heute in meinem Arbeiterfach das hier gefunden, ja. Das ist ein Nuttenfläschchen. Ja, also eine Nutte? Ja, das sagt man so, ja. Das ist eine Männerhandschuhe. Ups, jetzt bin ich gestoßen in der Kamera. Ja, dann sitzt gerade... Siehst du, passt. Nutte gestoßen. Also das sind also wirklich die Witze, Humor, ja, das... Ja, also wie gesagt, das ist eine Herrenhandtasche, ja, die habe ich heute bekommen. Ich weiß nicht von wem, das wird erst später aufgelöst, ja, also... Ja, jemand mag dich nicht.
Ja, nee, er hat's halt gespendet und mein Name wurde halt gelost. Ja, ich hätte ja auch das große Los halt ziehen können, habe ich nicht. Ja, was aber wäre das gewesen? Eine Nacht mit Ronald McDonald? Also wenn dann mit unserem Subbrain, ja? Ja. Der ist letztens zum beliebtesten Maskottchen in der Schnell-Gastronomie-Szene gewählt wurde. Noch vor Ronald McDonald und diesen König vom Burger King halt, ja. Da bin ich auch sehr stolz drauf, weil ich habe auch dafür gearbeitet, hart dafür gearbeitet, dass hier der Subway halt auch, naja, egal. Zumindest das hier ist das, was ich jetzt in den Topf schmeißen werde, sozusagen, ja, das ist eine... Aber... Ja, was aber, also, ist ja wohl mal abgrundtief hässlich, ja, also man achtet hier auch... Aber das habe ich dir geschenkt letzte Weihnachten. Was, echt? Ja. Ich habe schon gewundert, wo es herkommt. Ja, egal. Zumindest man achte auch auf den verschlagenen, bösen Blick hier von dieser Frau, ja. Und also so prinzipiell, das ist halt komplett schrecklich, ja. Also da ist überhaupt nichts damit anzufangen, ja. Und das werde ich dann jetzt... Wann? Ja, was ist denn los mit dir? Du verschenkst weiter, was ich gesucht habe, mit viel Liebe für dich. Oh, jetzt, Ivan, stell dich nicht so an. Als hättest du dafür lange suchen müssen. Also... Hab ich geklaut in Garten von... Ivan, also du brauchst doch jetzt nicht zu weinen. Also ich meine, wenn es dir so viel bedeutet, dann... Ivan!